Heute alleine unterwegs? Ja, bisher schon. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. In diesem Raid bin ich mal allein auf Customs unterwegs, denn so langsam gehen mir die Quests aus, zumindest die, die ich gerne mache, und die anderen wollen ja trotzdem erledigt werden. Ich denke, jeder hat da die eine oder andere Quest, die ihm eher ein Dorn im Auge ist. Ich erwähne mal vorsichtig Shooter Born in Heaven als Beispiel. Nutzt ja nur alles nichts, also habe ich mir eine ordentliche Schrotflinte gepackt und bin die Quest Setup angegangen. Wie der Raid verlief und warum hier der Spruch besser spät als nie einfach perfekt passt, merkt ihr gleich. Jetzt aber genug mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, die den Topspawn genutzt haben, haben entweder keine Lust oder sie lassen sich etwas Zeit. Geduld ist eine Tugend, nicht wahr? Wir warten mal kurz, ob hier vielleicht doch noch ein paar Nachzügler kommen. Ja, die hängen bestimmt im Zweier da. Egal. Wenn sie nicht herkommen wollen, dann loot ich in der Zwischenzeit. Ich habe schon wieder keine Granaten mitgenommen. Das ist Crackhaus. Ist hier ernsthaft kein Schwein hergekommen? Das ist alles vorne Crackhaus. Ich bin schon wieder an der falschen Baustelle. Sí, señor. Okay, wir hauen hier wieder ab. Mehr Schlüssel zum Looten habe ich nicht. Wir können jetzt mal Richtung Crackhaus gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Reste von den Typen abkriegen. Was auch immer da los war drüben. Ja, die schießen immer noch. Allerdings weiß ich nicht, ob das Crackhaus ist oder ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Die Skeleton. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Also der Scav hier vorne lebt noch, das heißt auf der Baustelle war der ganze Stress nicht.
LOL! Der Arsch sitzt am MG! Das war gerade drüben Big Red. Aber wer zum Teufel? Wer zum Teufel läuft jetzt noch Big Red? Heute alleine unterwegs? Ja, bisher schon. Ich wusste doch, da sind zwei Spieler. Damit haben die nicht mehr gerechnet. Das war gut. Man konnte denen so schön von hinten hinterherlaufen. War schon fast zu einfach. Die Scuffs haben zum Glück so viel Lautstärke gemacht, oder Laute von sich gegeben, dass sie mich echt null bemerkt haben.
Lol, hier ist noch ein Juicy. Yay, yay, yay. Das war der Scuff. Spieler. Alles voll. Oh nö. Die kriege ich, glaube ich, nicht mit. Doch so. Aber dann kriege ich das genau. Für Muni drin. Bitte. 85601. Kann man mitnehmen. Ui. PS. Echt jetzt? Okay. Die kann weg. So, PS, BT. Die kommen noch mit. GP-Coin. Und die haben Spieler gelegt. Guck an. So, das ist der andere Spieler. Eine RPK. Ja, 5 Schuss PS. Da ist ein Sniper irgendwo unterwegs.
Er hat nichts dabei. Ne, nichts Gutes. BT haben wir genug. Das war's. Wo müssen wir raus? Crossroads. Wir sind so direkt schon bei unserem Ausgang. Ist doch nice. Nice. Ach scheiße. Da komme ich jetzt mit dem Gewicht nicht rüber. Aber wir kommen hier hinten raus. Jetzt hier auf den letzten Meter noch abknallen, das habe ich nie vor. Deswegen, oh oh. Deswegen wollte ich gerade Stamina sammeln. Direkt beim Aufstehen komplettes Stamina weg. Nee, aber ich denke, wir schaffen das hier schon raus. Sehr schön. Nette Runde. Ich habe mich schon gewundert. Ich denke, wer rennt denn hier noch rum? Aber Level 14 und 15 oder was sie waren, die waren halt noch mit den Quests hier drüben beschäftigt. Scuffs töten etc. Ja, und dann waren sie wahrscheinlich auch kurz vorm Ausgang. Das ist schon nervig. 14, 15 und 33. Angry Old Man, Nuba, Zoab und Gokus. Vielen lieben Dank für Loot. Better luck next time.